Hallo und danke fürs Einschalten. Heute möchte ich euch meinen Überlebensrucksack vorstellen, oder auch Bug-Out-Bag. Oder wie ich ihn auch gerne nenne, Katastrophenrucksack. Denn dieser Rucksack ist dazu konzipiert, mich im Fall einer Naturkatastrophe oder ähnlichem 3 Tage am Leben zu halten und es mir zu ermöglichen, von zu Hause an einen sicheren Ort zu gelangen oder wieder nach Hause zurückzukehren. Der Rucksack ist natürlich dafür gut, mich auch länger am Leben zu halten, doch nach 3 bis 4 Tagen ist die Nahrung, die ich darin mitnehme, aufgebraucht und ich müsste mir eine andere Nahrungsquelle suchen. Gut, der Rucksack an sich ist das US Assault Pack von Miltech. Es hat 40 Liter Volumen und besteht aus einem festen Cordura- oder Nylon-Material. Miltech ist eigentlich nicht so die Top-Marke, aber der Rucksack hat mich wirklich überzeugt, da er sehr robust gebaut ist, eine schöne Taschenaufteilung hat und auch in den Taschen, werdet ihr gleich noch sehen, eine Gummierung hat, die den von leichtem Regen trocken hält. Der Rucksack hat rundherum diese Molle-Streifen, was es auch sehr erleichtert, zum Beispiel die Feldflaschen, die ich auf beiden Seiten dran habe, oder auch hier diese Kompressionsstreifen, die ich angebracht habe, zu befestigen. Andernfalls könnte man natürlich auch noch andere Taschen anbringen. Gut, dann fangen wir mal an zu allem, was ich außen am Rucksack angebracht habe. Da haben wir einerseits, wie man hier sieht, diese 2 Streifen, die ich dazu gedacht habe, falls ich mal eine Jacke oder ähnliches außen am Rucksack befestigen möchte, kann ich das entweder mit diesen Kompressionsstreifen machen, die sich hier auf beiden Seiten befinden, oder halt mit diesen hier vorne. Gut. Direkt außen dran habe ich hier an diesem Kompressionsstreifen einen ziemlich großen wasserdichten Beutel, den ich einerseits dazu nutzen möchte, den Rucksack nachts vor Feuchtigkeit zu schützen oder auch um Wasser oder ähnliches aufzubewahren. Dann habe ich hier außen auf beiden Seiten die US-amerikanischen Feldflaschen. Die fassen 0,95 Liter Wasser und sind ja, sehr dicht und gut zu gebrauchen. Außerdem in den Taschen hier, weiß ich nicht, ob ich das gerade rausbekomme, habe ich die Becher, die dazugehören, die Alubecher, um zum Beispiel Wasser abzukochen oder Nahrung zuzubereiten, die ich in meinem Rucksack mitgenommen habe. Hier ist noch auf einer Seite, hier habe ich außen in der Tasche von der Feldflasche noch ein kleines wasserdichtes Tütchen mit Pflastern, so dass ich schnell bei einer kleinen Verletzung da rankomme und nicht direkt mein Erste-Hilfe-Pack aus den Rucksack rausnehmen muss. Gut, dann drehe ich den jetzt mal um. Und hier sehen wir auch noch Sachen, die ich angebracht habe. Leider hat der Rucksack keinen Brustgurt, den musste ich selber anbringen. Und zwar habe ich hier den von Tatonka genommen, der 20 mm breit ist. Das reicht völlig aus und macht das Tragen des Rucksacks wirklich viel angenehmer. Gut, dann hier außen angebracht habe ich das Gürtelholster für die Fenix LD22. Das ist eine sehr schöne Taschenlampe, die leuchtet ungefähr 100 Meter weit und bringt bei voller Stärke 190 Ansilumen zutage. Wir können die Lampe umstellen in 3 Modi. Das geht hier vorne mit diesem Knopf. Einmal ganz wenig, ganz schwach, mittel, stark und Turbo. Außerdem kann man Strobe einstellen oder, wenn das gerade klappt, SOS. Auf jeden Fall sehr gut zu gebrauchen. Die Taschenlampe läuft mit 2 AA-Batterien. Dann hier auf der anderen Seite findet sich das Gerber LMF Infanterie 2. Ein sehr schönes Survival-Messer. Es hat eine breite Klinge aus
12C27 Stahl, der ist nicht rostend, hält die Schärfe sehr gut und lässt sich auch leicht nachschärfen. Zu dem Messer ist noch zu sagen, dass hier in der Hülle ein Schleifstein eingebaut ist, der zwar, denke ich, nicht der beste ist, aber im Notfall auf jeden Fall ausreicht, um alle meine Messer zu schärfen. Das Messer ist mit 730 Gramm ziemlich schwer für diese Größe, aber das erleichtert natürlich das Hacken, wenn man das Messer so hält. Am Ende des Griffs ist ein Glasbrecher angebracht, der natürlich auch sehr nützlich ist, vielleicht auch für andere Sachen als Glasbrechen, zum Beispiel Nüsse zu knacken oder ähnliches. Ja. Dann hier oben befindet sich ein Fach für eine Wasserblase, das ich selbst zwar nicht nutze für die Wasserblase, aber ich habe hier meine Ersatz-Zipperbeutel drin. Das sind ein paar 3 Liter und ein paar 1 Liter Beutel. Also ich habe mein ganzes Zeug in diesen Beuteln aufbewahrt und falls einer mal beschädigt sein sollte oder um andere Gegenstände oder Wasser aufzubewahren, sind diese echt gut. Ich würde hier empfehlen, immer die mit der doppelten, mit dem doppelten Verschluss zu nehmen, da der wesentlich besser hält und meistens nicht von alleine aufgeht. Ja. Gut, dann weiter hier außen dran habe ich 2 verschiedene Sorten Kabelbinder. Einmal die etwas breiteren in weiß und die etwas dünneren in schwarz. Kabelbinder kann man für alles benutzen, sollte es dazu sein, Personen bewegungsunfähig zu machen, falls es nötig sein sollte, oder auch um einen Unterstand zu bauen oder etwas einfach nur aufzuhängen, sind die Teile echt super. Gut, dann haben wir hier außen dran, muss ich hier wieder umdrehen, außen dran noch meinen Schlafsack. Den habe ich in diesem Müllsack drin, da er den Schlafsack einerseits vor Feuchtigkeit und Regen schützt. Andererseits kann ich den Müllsack natürlich auch zum Unterschlupfbau benutzen oder um Wasser aufzubewahren oder um auch einen Poncho daraus zu improvisieren. Bei dem Schlafsack handelt es sich um den Deuter Travel Light 200. Das ist ein sehr kleines Packmaß. Hat dieser Schlafsack und auch ein sehr geringes Gewicht. Der hält in extremen Situationen bis zu minus 5 Grad Celsius stand, wobei das dann auch wirklich die Grenze ist. Der Schlafsack wiegt 780 Gramm und auf jeden Fall für so einen Rucksack sehr zu empfehlen. Gut, dann kommen wir zum ersten Fach. Soweit ich nichts vergessen habe, ich glaube nicht. In diesem Fach habe ich alles drin, wo ich sehr schnell dran möchte. Also wenn ich einfach schnell den Rucksack absetze, um mir da was rauszuholen. Und da haben wir als erstes einen Leuchtstab, der zum Signalisieren benutzt werden kann. Oder ja, im Lager oder im Unterschlupf für Licht zu sorgen, wenn man nicht die Batterien seiner Taschenlampe verbrauchen möchte. Dieser hält, glaube ich, 12 Stunden. Ja. Dann als nächstes Taschentücher, falls einem die Nase läuft oder ähnlichem oder um Feuer zu machen, kann man immer gebrauchen. Dann noch Toilettenpapier. Toilettenpapier ist wirklich sehr wichtig. Wenn ihr nicht unbedingt damit euch den Hintern mit Blättern abwischen möchtet, solltet ihr auf jeden Fall Toilettenpapier mitnehmen. Das hier ist ungefähr eine halbe Rolle, die ich abgewickelt habe und in so einer Zippertüte gepackt habe. Als nächstes habe ich hier einen kleinen Netzbeutel. Da sind Süßigkeiten und Kaugummis drin. Einmal die Kaugummis gegen Mundgeruch oder auch damit man beim Wandern was zu tun hat und seinen Zucker ein bisschen auf Vordermann bringen kann. Außerdem hier drin eine Signalpfeife. Das ist eine ganz einfache aus Metall. Und die kann man aufschrauben und hat hier ein kleines Fach, wo man Sachen drin aufheben kann, zum Beispiel Wasserentkeimungstabletten, falls man sich mal vom Lager entfernen muss
und nicht das ganze Paket, was ihr später noch sehen werdet, mitnehmen möchte. Gut, dann habe ich hier mein Feuerset oder der erste Teil meines Feuersets. Das mache ich einmal auf. Hier drin haben wir ein Feuerzeug von Big. Das sind wirklich die besten Feuerzeuge, die man so kaufen kann im Supermarkt. Da die wirklich sehr lange halten und auch bei Nässe ganz gut funktionieren und auch sehr stabil sind. Dann ein Feuerstahl plus Schaber. Auch natürlich bei Nässe funktioniert der sehr gut und hält auch wirklich lange. Ich habe noch an meinem anderen Überlebensmesser noch einen dran, deswegen ist das hier nur ein dünnerer. Aber der hält auf jeden Fall sehr lange. Dann zwei von diesen Aspid Cubes. Die sind dazu gut, wenn man mal schnell Wasser abkochen möchte, reicht so ein Würfel dafür. Wenn man den entzündet und die Alutasse darüber stellt, reicht das auf jeden Fall, um eine Tasse Wasser abzukochen. Dann eine Packung ganz normale Streichhölzer. Dann hier dieses Döschen. Da ist unten nochmal ein Feuerstahl. Ich weiß nicht, ob das wirklich funktioniert, aber ist auf jeden Fall nochmal ein Backup. Im Deckel vom Döschen ist ein kleiner Spiegel, der zum Signalisieren natürlich benutzt werden kann. Und in dem Döschen sind Sturmstreichhölzer. Die sind nicht wasserfest, deswegen sind sie in diesem Döschen drin, aber einmal entzündet, außerdem ist dieses Anreißpad da mit drin. Einmal entzündet gehen die wirklich nicht mehr aus, außer man lässt sie irgendwie ins Wasser fallen oder so. Aber die brennen wirklich sehr stark. Und im Wind ein Feuer zu entzünden, klappt damit wahrscheinlich sehr gut. Dann habe ich hier in dieser Dose mein Zunder-Set drin. Das sind einmal diese Wattepads, die lassen sich mit dem Zündstahl, wenn man die ein bisschen auffrisselt, sehr gut entzünden. Und außerdem Tampons. Tampons sind wirklich ein sehr guter Zunder, da sie einerseits wasserdicht eingepackt sind, andererseits sehr komprimiert sind. Wenn man die auseinanderzupft, hat man eigentlich fast genau dasselbe wie so ein Wattepad. Und das lässt sich mit Feuerzeug, Streichholz oder dem Zündstahl sehr leicht entzünden. Und dann sind hier noch so zwei Wattebällchen drin, wo irgendeine brennbare Substanz drauf ist. Ich weiß nicht, das war in so einem Set mit drin, was ich gekauft habe. Also auf jeden Fall ein paar verschiedene Möglichkeiten, sein Feuer ans Laufen zu bekommen. Ja. So, das war's dann auch schon für diese Tasche. Kommen wir zur nächsten Tasche. Auch wieder dafür gedacht, dass ich schnell an mein Zeug drankomme. Und da haben wir einmal Arbeitshandschuhe. Das sind etwas dünnere, aber die funktionieren sehr gut und die haben auch diese Gummierung, was mir sehr gut gefällt, dass einem sein Werkzeug nicht aus der Hand rutscht. Dann habe ich hier ein Monokular, wieder von Miltec, war sehr billig, aber erfüllt seinen Zweck. Das ist halt die eine Seite von einem Fernglas, kann man so sagen, und um Sachen in der Entfernung oder mal was ausspähen zu müssen, sehr gut. Und außerdem hier ein Putztuch für die Linsen oder was ich auch für meine Brille benutzen kann. Dann habe ich hier eine Säge, eine Klappsäge von Falco. Das ist ein etwas älteres Modell, was ich von meinem Vater geschenkt bekommen habe, weil er sich eine neue gekauft hat, aber die Säge funktioniert immer noch super gut und zum Holzsägen für dickere Äste, was man jetzt nicht auf die Schnelle mit dem Messer hinkriegt, ist so eine Säge wirklich top. Gut, dann habe ich hier mein Erste-Hilfe-Set. Das ist ein Set, was ich im Internet erworben habe, wo alle wichtigen Sachen schon drin waren.
waren und ich habe noch ein paar Sachen dazu getan, die mir persönlich wichtig waren. Also ich habe noch ein paar mehr Mullbinden dazu getan und verschiedene Schmerztabletten, Tabletten gegen Durchfall, was auch sehr wichtig ist, wenn man mal was Falsches gegessen hat. Muss man den Durchfall sehr schnell wieder loswerden, da man sehr viel Wasser dadurch verliert. Und deswegen müssen durch Anti-Durchfall-Tabletten auf jeden Fall da rein. Außerdem habe ich noch ein Skalpell dazu getan, was man für alles Mögliche gebrauchen kann. Sei es nur, um ein Tier auszunehmen oder so. Auf jeden Fall sehr gut zu gebrauchen. Und ich denke, bei einem Erste-Hilfe-Set ist es sehr wichtig, dass jeder sich das selbst zusammenstellt, weil er halt weiß, was er persönlich braucht an Medikamenten oder anderem. Deswegen will ich das da jetzt nicht so drauf eingehen, was genau ich da alles drin habe. Da ich finde, dass jeder sich das selbst zusammenstellen sollte. Dann hier in diesem Tütchen habe ich noch zwei Salben drin. Einmal Venestil. Das ist eine Salbe gegen Insektenstiche, womit das Jucken aufhört und die Rötung weggeht. Und einmal Beta-Isadonna-Salbe. Diese Salbe sorgt für die Wundheilung und desinfiziert. Das ist dafür gedacht für offene Wunden, damit die besser verheilen, falls es dazu kommen sollte, dass man sich sowas zuzieht. Kann ja auch nur sein, dass man sich mit dem Messer aus Versehen schneidet. Dann habe ich hier noch Blistix drin, das ist so ein Lippenbalsam für trockene Lippen, auf jeden Fall zu gebrauchen. Und das war es auch schon für diese Tasche. Gut, dann kommen wir zur mittleren Tasche. Hier. In der Tasche sind Sachen drin, an die ich öfters dran müsste, wahrscheinlich am Tag. Deswegen ist es so zusammengeordnet, wie es ist. Einmal ist hier meine Ersatzlampe drin. Das ist eine wirklich sehr billige LED-Taschenlampe, die eine Kurbel hat und so keine Batterien benötigt, um die aufzuladen. Einmal kann ich die dafür benutzen, um sie vielleicht jemand anders zu geben, der mit mir unterwegs ist, oder halt, falls ich keine Batterien mehr für meine Taschenlampe habe, auf jeden Fall sehr nützlich. Dann habe ich hier wieder einen Zipperbeutel. Das ist wirklich die beste Art, Paracord aufzuheben oder Schnur an sich, da die, wenn man sie so normal im Rucksack hat, nur verheddert und man muss erst 10 Stunden die Knoten daraus machen, bevor man die benutzen kann. Hier drin habe ich 30 Meter von dieser Woodland ist das, glaube ich, Paracord. Die kann dafür benutzt werden, um einen Unterschlupf zu bauen oder Sachen irgendwo zu befestigen oder einen Sperr zu bauen oder Fallen zu bauen. Auf jeden Fall für alles Mögliche zu benutzen. Außerdem habe ich hier noch so eine etwas dünnere Nylonschnur, die dafür gedacht ist, Fallen zu bauen oder sowas in der Art. Als nächstes habe ich hier meinen US Army Poncho. Der besteht aus so einem dicken Gummimaterial. Hat an den Enden 4 Ösen. Ich hole den jetzt nicht raus. Auf jeden Fall hat er an den Enden 4 Ösen, womit man den zu einem Tarp umbauen kann und ihn somit auch als Unterschlupf benutzen kann. Auf jeden Fall sehr nützlich. Und man muss keine dicke man muss keine Regenjacke mit sich schleppen. Als nächstes habe ich hier zu meinem Werkzeug ein Sägeblatt. Das ist ein HSS Metallsägeblatt. Falls man mal eine Kette oder ein Vorhängeschloss oder sowas durchsägen muss, falls man irgendwo rankommen will, oder einen Zaun durchsägen muss, der zu dick ist, um den mit der Zange zu durchschneiden, auf jeden Fall nützlich. Dann kommen wir hier in meinem alten Schulmäppchen, habe ich mein Werkzeug und meine Schreibutensilien drin. Also zu den Schreibutensilien ein Kugelschreiber, eine Ölkreide. Ölkreide ist sehr gut dazu geeignet, falls man Nachrichten hinterlassen will draußen, weil die vom Regen nicht abgewaschen wird oder nicht so schnell abgewaschen wird. Eingepackt habe ich die in Frischhaltefolie, da das Zeug wirklich rumschmieren würde in dieser Tasche. Dann ein Edding und ein Bleistift. Dann habe ich hier nochmal ein Feuerzeug drin. Feuer ist eigentlich eins der wichtigsten Dinge.
Und deswegen habe ich hier nochmal ein Backup mit drin. Dann habe ich hier zwei Diffusoraufsätze für meine Taschenlampe. Einmal dieser, der streut das Licht weiß, um zum Beispiel im Lager, im Unterschlupf lesen zu können oder nachts etwas sehen zu können und das Licht im Raum zu verteilen und nicht nur einen Punkt anleuchten zu können. Das hier ist eine rote Spitze, die kann zum Signal geben benutzt werden. Also im Dunkeln, wenn man mit einer roten Spitze rumschwenkt, denke ich, erregt das auf jeden Fall Aufmerksamkeit. Hier in diesem Tütchen Sekundenkleber. Sekundenkleber müsst ihr immer extra einpacken in ein Tütchen. Da ich hatte den Sekundenkleber einmal hier drin und der hat hier wirklich alles voll geklebt, weil da irgendwelche Dämpfe austreten und dann kriegen alle Gegenstände in dieser Tasche so einen weißen Belag. Ich weiß nicht, wodurch das kommt, aber auf jeden Fall Sekundenkleber, nützlich, um Sachen zu reparieren, einpacken in eine Tüte. Dann habe ich hier eine Spule mit Draht, der zum Fallenbau oder zum Reparieren von Sachen benutzt werden kann. Und dazu habe ich noch einen etwas dickeren silberen Draht, der für denselben Zweck benutzt werden kann. Wie viel das genau ist, kann ich jetzt nicht sagen, aber es reicht auf jeden Fall aus für 3 Tage. Dann habe ich hier ein Teppichmesser. Ja, Messer kann man meiner Meinung nach auch nicht genug haben. Deswegen, falls man mal etwas grobere Arbeiten machen muss, wobei das Messer vielleicht kaputt geht, würde ich dieses hier oder dieses hier benutzen. Das ist ein Messer, was es mal im Baumarkt, glaube ich, als Probe gab. Das ist sehr scharf und sehr robust. Also das ist auch ein Messer, wo es mir jetzt nichts ausmacht.